Zombie Apocalypse. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unserer kleinen Alpenfarm auf der Map Ehrengrad. Mit dabei sind heute der Alois alias Falk, der Sepp alias Kolke, der Marv alias Marv und Kevin alias Mathis. Hallo. Geil. Hallo. Der Alois alias Falk, okay. Ja, wir tauschen dann heute mal die Rollen, ne? Ja, so sieht's aus. Ja. So. Ja, wir waren hier oben stehen geblieben, wenn ich mich nicht irre. Wollte ich hier den Landtruck kaufen bei euch, ne? Genau. Eindeutig. Jawohl. Genau. So sieht's aus. So machen wir das. Dann würde ich sagen, könnt ihr uns den denn nochmal hier oben lassen? Dann kann der Kevin nämlich noch ein bisschen hinten die Wiese mähen. Mit dem Mähwerk. Das wäre optimal. Das wäre perfekt. Die Silowalze ist ja bestellt, ne? Super. Kalk kommt der Kevin dann gleich auch abholen. Weil dann würde ich mich nämlich jetzt auf den Weg machen zum Feld ansehen. Gleich. No? Gut, das heißt, den muss ja dann einer von euch runterfahren. Ich nehme den W-Truck mit und. Ja, genau. Dann fahre ich mit Marv. Genau, Kevin, die anderen Marvin zwei. Marvin, komm mal hin, ja. Jo. Emma, das Ding muss aber mal aufhören zu schwingen. Wollte ich gerade auch machen, aber du hast geschrien. Hä? Oh, schreib Y. Ach ja. Ja, warum geht das nicht? Sehr schön. So. Und in die richtigen Channel nicht vergessen. So. Jo. Dann. Marv, bist du. Kev, bist du da? Wo bist du? Kev. Jo, ciao. Hallo? Ah, falscher Channel. So, okay, dann. Alter, ich hasse es. Pass auf, ich hab mir was überlegt, weil, wir machen jetzt die Lage, ne? Warum musst du schlucken? Okay, wir machen ja die Lage, ne? Ja. Genau, was hältst du denn davon? Wenn wir uns die 4 kaufen, ist ja direkt hier unten nebenan, ne? Ja. Ja. Und auf die Wiese, das würde nämlich von der Fläche her super passen, und da einen Kuhstall hinhauen. Was denn für einen? Ja, da müssten wir mal. Wo bist du denn? Ach, da oben. Du kommst. Ja. Also ich habe mir gerade mal einen angeguckt, der würde auch von der Fläche schön groß passen, auch vor allem. Und zwar den Kuhstall mit Big Weide. Ja, und den wolltest du hier auf die 4 platzieren. Genau, dann auf die 4, dass wir uns die Fläche wohl kaufen. Und bist du jetzt schon da unten? Genau. Und dann hier vorne quasi den hinstellen, dass wir hier komplett schön drauf. Natürlich holen wir uns vorher hier die Wiese runter. Weil macht einfach mehr Sinn. Und dann wäre das perfekt. Dann würde ich sagen, hau du hier noch die Wiese runter. Und ich fahre dann aufs Feld eben einmal Hafer ansehen für Elfriede. Genau, das perfekt. Und wenn ich dann wieder da bin, hattest du gesagt, da muss noch Kalk gemacht werden, ne?
Achso, haben wir denn jetzt noch keine drauf? Jo, das heißt, einmal düngen müssen wir auf jeden Fall. Brauchen wir denn da... Und einem, ja, aber Spritzen würde ich sagen, machen wir dann, wenn auch wirklich was da ist, weil dann ist es einfacher. Lass uns das so machen. Wir müssen ja dann auch das Spritzzeug holen, ne? Also davon ab. Ja, ja. Haben wir denn eine Spritze da überhaupt? Wo ist denn die? Ja, hinten neben Kalksteuer da. Ach da, okay. Ja gut, dann pass auf, dann machen wir das so, dann hol du mal, ja, Kalk jetzt erst von unten und ich fahr erstmal ansehen. So, ab geht die Luzi. So. Ich bin dann schon mal auf dem Weg, ne? Jo. Wenn was ist, super. Meld dich einfach eben. Jo. Ja, meine Freunde, so sieht's aus. Vielleicht die erste Bahn einfahren. Und auf geht's. Ja, bis jetzt 6 Meter Arbeitsbreite von Tag. Irgendwann werden wir uns mal bestimmt auch auf kurz lassen. Jetzt erstmal sollte das reichen. Hört mich nicht? Warum hört man mich nicht? Elias? Jetzt müsste das aber eigentlich gehen, oder? Oder muss ich was lauter machen? Warte mal. So. Ziehen wir damit ein bisschen hoch hier. Vielleicht geht's jetzt was besser. Danke, Mathis. Danke, Elias. So. Ah, da ist die Karre wieder abgesoffen. Alles klar, vielen, vielen Dank. So. Dann fahren wir jetzt einmal hier rum.
Ab geht die Party. Nehmen wir noch ein bisschen hier was mit. Ist das doch schön. Wie gesagt, wenn ihr natürlich Fragen habt, dürft ihr natürlich gerne fragen. Haut raus damit und dann werde ich euch die Fragen so gut es geht auch beantworten. Ja, erste Führung, alles oben. Jo, alles klar, super, Kevin. Danke dir. Hol noch drei. Ja, alles klar, weiß ich Bescheid. Ich habe jetzt gerade das Vorgewende fertig und sobald ich das fertig habe, jetzt geht es dann nur noch Längsbahn und dann sollte ich auch zügig wieder oben gleich sein. Grüß dich, Alois. Grüß dich, Sepp. Ja. Wie gesagt, wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen da. Link ist ja wie immer unten in der Videobeschreibung. Die Mods, die wir jetzt noch umgeändert haben, wie zum Beispiel den Gültner oder den IAC, die sind privat von uns umgeändert worden. Die gibt es so nicht zum Download. Und ja, da müssten wir rein theoretisch, müssten wir dann einmal dort den Ersteller fragen, ob wir das hochladen dürfen mit Beifahrermod und dann wäre das kein Problem, dass wir euch das zur Verfügung stellen. So allerdings ist es leider ein Privatmod und da möchten wir natürlich nicht, dass da ein falscher Eindruck von uns auch erweckt wird. Ne? Also da bitte ich dann tatsächlich um Verständnis einfach mal und würde mich freuen, wenn ihr trotzdem den Daumen hoch da lasst. Kevin? Ja. Ist gerade einer am Handel, weißt du das? Eben war keiner da. Ich hatte nicht angerufen. Okay, ich habe nämlich nur gerade den Sepp hier bei mir vorbeifahren sehen. Aber ich habe auch keine Ahnung, wo der hingetuckert ist. Der ist wahrscheinlich wieder auf irgendein Feld ganz oben gefahren. Ja, nee, ich habe gerade einmal da oben gefahren, da war keiner da. Deswegen hatte ich angerufen, weil ich Kalk geholt habe. Wollte ja nicht hier klauen. So. Jawohl, super.
So. Also ich denke mal so circa 6 Bahnen, dann sollten wir das Feld fertig haben. Und dann müsste das eigentlich funktionieren. Ja. Kevin? Ja? Wolltest du dir noch ein Pferd kaufen? Können wir mal zusammen ausreiten? Kann ich gleich machen. Können wir mal machen, oder? Können wir dann zusammen holen? Ja, würde ich auch sagen. Hier kommt der Sepp von an mir vorbeigerannt, als ob der eine Hummel gestochen hat. Warte mal, ich guck mal zum Land, zum Handel. Vielleicht können wir fertig sind mit der Feldarbeit und so. Ja, gucken wir mal, ne? Gucken wir uns nochmal bei Landtag von mir, ob es gibt oder sowas. Ja, da habe ich was auf der Karte gesehen. Okay. Da müssen wir dann mal hinfahren. Ist das dann der Günther? Ich habe keine Ahnung, wie das Pferd dann heißt. Das darfst du dann entscheiden. Dann ist das Günther. Elfrieto und Günther. Okay, alles klar. Oh, wer fährt denn da mit meinem... Ah, da ist einer am Flügen. Ah, jetzt weiß ich, wo er ist. Der rennt schon wieder wie so eine Hummel gestochen hier an mir vorbei. Der Sepp. Der ist ganz so flink. Ich ruf den mal an, warte mal. Hallo. Ja, gibt's mit 13 Tonnen, das ist gut. Dann mache ich da nochmal eben eine Erhöhung drauf hier. Hallo? So? Hallo? 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 Voila, was geht jetzt? Hallo? 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 Ah, Sepp, Michi, seid ihr zusammen gerade unterwegs? Nein, über Funk hörte mich. Sepp, was ist los bei dir? Du rennst ja hier wie so eine Hummel gestochen rum. Alles gut, ich will einen Schlepper holen. Lass gerade die Zensi das Feld weiter fertig machen. Die Sensi, wer ist denn Sensi? Die kenne ich ja, ja noch gar nicht. Das ist ein Mädel aus dem Ort, das hilft uns ab und zu mal. Ah, okay. Ja, dann, alles klar, dann weiß ich Bescheid. Opa, was war das denn jetzt? Da. Kevin, wo willst du denn hin? Ich gar nicht, ich hol die letzte Woche Kalk. Ja, alles klar. Also, dachte, du wolltest mit mir mal mitfahren und wolltest mal Trecker fahren lernen. Ja, darf er später machen. So, okay, dann wünsche ich euch was. Bis dahin, ne? Tschüss. Jo. 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 So. So. Keine Ahnung, was das war, meine Lieben, aber... Jetzt muss ich selber mal eben gucken. So, was hast du schon wieder gemacht? Ah.
Nix. Aber soll ich dir was sagen? Wir sind mit dieser Folge auch schon wieder durch. Von daher, meine Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen schönen Mittwochabend dann und bleibt gesund bis dahin. Haut da rein, euer Kolke.